Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins, beziehungsweise, Alter, der Kampf in der letzten Folge gegen diesen Genlock-Gesandten Origins, das war ja auch, boah, hat er uns fast zu unseren Origins und Roots zurückgeschickt. Hier haben wir Mama Spinny, ich hab's doch gewusst. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es nicht passiert. So soll es geschehen. Was, schon tot? Wow, das ist ja voll die krasse Spinne. Ach, die verzieht sich wieder. Oh. Oh. Da ist sie also. Wir kämpfen uns noch ein bisschen durch die tiefen Wege. Das wird total toll. Und hoffentlich treffen wir irgendwann noch Branka. Ich weiß gar nicht, ob die hier in diesem Ort im Teig ist. Zumindest habe ich keine andere Abzweigung gesehen an irgendeinem Ort. Kann also durchaus sein. Außerdem hat Vin wahrscheinlich nach diesem Kampf oder spätestens, nachdem wir hier da die Quest gemacht haben, ihren Level up und, ich komme mal ganz kurz, 665 und kann dann endlich Wunden heilen. Da freue ich mich schon drauf. Aua, freue ich mich ja schon drauf. Was willst du denn hier? Verpiss dich. Verpiss dich. Was ist das denn hier? Fäulnisstoß. Geistschaden. Pff, langweilig. So, 665. 696. Naja, gut, dann dauert es vielleicht doch noch ein bisschen. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht, wie viel die Spinnenkönigin hier gibt. Das kann nicht sein. Ach so, die ist wirklich immun. Ja. Dann heil mal. Nee, heil mal nicht. Kannst du den nicht irgendwie einfrieren? Ja, doch, hier, die Waffen geht. Oh. Du hättest nicht mal selbst heilen sollen. Jetzt kriegst du wahrscheinlich auch wieder keine Erfahrung. Mist! Bleib stehen. Hilfe leisten. Ich überwinde dich. Oh. Die Frage ist... Oh nein, wir müssen das Ganze wieder ohne Vin machen. Warum geht Vin eigentlich ständig drauf? Vor allem gehen meine Wundumschläge drauf. Weil Vin draufgegangen ist. Die Frage ist... Spawnt die hier ihre Viecher nach Zeit oder nach Schaden? Das wäre wichtig zu wissen. Damit man sich hier eine Taktik überlegen kann, ob man zum Beispiel nur auf die Spinnenkönigin geht oder die verdorbenen Spinnen wegräumt oder so. Ob man sich quasi Zeit lassen kann. Los geht's. Oh oh. Oh oh. Verwundet. So. Weiter geht's. Nächste Runde. Oh, fuck. Ich habe gerade noch gesehen, aber da war ich leider zu langsam mit dem Daumen auf die Leertaste für den Pausemodus. Der hat doch bestimmt keine Rüstung, oder? Ich glaube, den Kampf kriegen wir nicht hin. Obwohl hier unser Team, Kevin und Stan, die haben natürlich schon bewiesen, dass sie was können. Ich gehe. Die Frage ist nur, wie viel können sie wirklich? Und der Genlock-Gesandte, der war natürlich auch, sobald man ihn erstmal irgendwie ein bisschen gedebufft hatte. Nieder mit dir! Oder niedergeworfen eben. Der war dann natürlich auch recht schnell weg. Diese Spinnenkönigin hält ein bisschen mehr aus. Nein, verpiss dich bitte nicht. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Wenn die jetzt wieder Viecher holt. Fuck. Eine Spinne, okay.
Aber das ist nicht die einzige, da kommen gleich noch mehr. So soll es sein. Wo ist die hin? Oh, oh, ich glaube, das war's. Ja? Das war's auf jeden Fall. Nein. Wo ist Vin, wenn man sie mal braucht? Also, hier, das zieht echt ein bisschen an am Schwierigkeitsgrad. Durch die ganzen anderen Kämpfe konnten wir einfach ganz gechillt durch. Eigentlich, und jetzt, gut, die Golems, die haben auf jeden Fall nochmal reingehauen, aber ab diesem Genlock. Ist alles den Bach runtergegangen. Ich will nicht. Vielleicht musst du ja hier irgendwie da mal wechseln. Das war's denn. Das schafft er nicht mehr. Das schafft er nicht mehr. Schafft er das noch? Nein, das schafft er nicht mehr. So, dann geh bitte auf die hier und mach irgendwas. Okay, das war's. Das war's. So viel zu Vins wunderbarem Level-Up. Hätte sie den schon vorher bekommen, dann hätten wir die Wunden, die wir im Moment noch haben, heilen können. Und dann wäre das Ganze vielleicht etwas anders gelaufen. Das heißt, wir laden den letzten Spielstand. War ja zum Glück am Anfang der Folge. Das heißt, der letzte Spielstand ist nicht allzu lang her. Um mich zu sagen, vom Anfang der Folge. Vielleicht gehe ich mit Alistair voran. Ja, die habe ich in der Tat. Und zwar überleben und gewinnen. Wie sieht's aus? Ja, doch. Vielleicht nochmal ganz kurz hier. Wie ihr meint. Schon mal vorbereiten. Und bitte, wir gehen alle direkt auf diese elende Königin. Können wir die nicht wirklich irgendwie. Es hat keinen Effekt, sagst du. Aber es macht doch Schaden. Es verpisst sich wieder. Wir müssen irgendwie die festhalten. Sodass wir ganz viel Schaden auf einmal machen können. Und sich vielleicht irgendwie sozusagen one-hitten. Sodass sie gar keine Chance hat, sich zu wehren. Oder abzuhauen. Ah, guck mal, so in etwa. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Warum ist Vin gestorben? Der hat doch sogar die Steinrüstung aktiviert. Oh, Mist. Verdammt. Verdammt. Greif doch an. Die hat. Die Königin hat Vin gewone-hittet, kann das sein? Die holt doch auch gleich hier wieder ihre Schergen. Diese Elende. Hier, Kevin muss ich mal ein bisschen weiter ins Abseits stellen. Vielleicht nicht unbedingt irgendwo, wo noch andere Gegner kommen können. Jawohl. Keine Ahnung, stell dich mal da hinten in die Ecke und schäm dich, dass du so schlecht kämpfst. Stan, überleben. Du kennst die Devise. Wie ihr wünscht. Danke. Und eingesponnen natürlich. Mitten in der. Der trinkt oder ist durch den geschlossenen Helm in Wund umschlagen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh je, oh je, oh je. Du wolltest das so. So, hier und den nächsten. Du
Schon wieder eingesponnen, diese... Boah, nein, Stan! Fuck. Alistair und Kevin, die sind bestimmt auch ein gutes Team, oder? Will ich jedenfalls hoffen. Aber sie sind ja noch... weniger vorangekommen als beim ersten Versuch. Oh nein. Komm, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Wir müssen Vin... Vin darf die Königin nicht angreifen. Das darf nicht geschehen. Das darf nicht geschehen, denn sonst hat sie die Aufmerksamkeit. Und wird wieder gewone-hitted. Ich laufe mit ihr einfach mal ein bisschen rum. Jetzt kommen hier die normalen Spinnen. Und ihr bleibt auf Abstand, sodass ihr nicht vom Netz getroffen werdet. Hervorragend. So, angreifen, bitte. Und ihr wisst, überleben und so, das wäre alles ganz wunderbar. Die wird vergiftet von irgendjemand. Die hat schon wieder Vin angegriffen, das kann doch nicht sein. Hier, mach mal Lebenswächter auf dich selbst. Eine Heilung auf dich selbst noch. Das Gift haut die ja. Die vergiftet die einmal und die ist sofort quasi tot, weil der Giftschaden einfach viel zu hoch ist. Ja, jetzt haben wir hier wieder 3/4 vom Mana aufgebraucht. Damit Vin die erste Runde überhaupt überlebt. Verdammt! Das kann doch nicht sein. Diese elenden Wunden. Diese elenden Wunden. Kevin wird angegriffen. Ja. Sehr spannend im Moment. Ich hoffe, das kriegen wir noch irgendwie hin. Kannst du die nicht... Ach, wisst ihr was? Wir haben doch hier Wiederbelebung. Zu wenig Mana. Ja, sofort. So, hier haben wir Mana. Wiederbeleben, Alistair. Wie ihr meint. Nein, schon wieder eingefroren. Eingesponnen. Wiederbeleben, Alistair. So, lange du noch kannst. So. Und heilen. Sehr schön. Auf die Spinnenkönigin, bitte. Und versucht bitte nochmal mit dem Überleben. Das hat ja bisher nicht so gut geklappt. Ich werde es tun. Ein Ende ist gekommen. Sie haut wieder ab. Wir wurden wieder eingesponnen. Benetzt sozusagen. Und greifen wieder an. Du kriegst wieder Schaden durch irgendwas. Oder sah das nur so aus? Oh. Oh nein. Vin. Vin. Du bist doch hier meine allerliebste Heilerin. Du weißt doch, was sie über Heilerinnen sagen. Sie sind die besten Menschen auf der Welt, weil sie niemals sterben. Wenn die jetzt betäubt wird, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann müsste ich offscreen am besten mal ganz kurz ins Lager zurück und die Wunden heilen. Oder halt Verletzungsausrüstung rausballern. Weil, ne, brauchen wir eh nicht mehr, wenn wir den Skill haben. Sobald der Level-Up da ist. So, aber bisher sieht es eben noch ganz gut aus. Jetzt ist sie betäubt. Verdammt, verdammt, verdammt. Enttäube dich. Täubchen. Nein, die Königin kommt auf sie zu. Vin, lauf, 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 lauf. Sehr gut. Heil, 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 heil Vin. Heil Alistair. Was macht die? Wo rennt die hin? Ja, sie flüchtet. Das ist ein gutes Zeichen. So, sie zieht sich noch ein letztes Mal zurück. Und wir... geben noch ein letztes Mal unser Bestes. Und am besten gleich nochmal einen Lyrium-Trank. Oh, der. Sie regeneriert ja eigentlich schon ganz gut. Und die Heilung kostet zum Glück auch nicht viel.
Oh oh. Weg mit dir. Verpiss dich. Du und so. Und so, hier, so die Spinne. Du bist erledigt. Ich hoffe es. Keinerlei Hoffnung mehr. So, das war's aber. Endgültig. Mama Spinny ist Geschichte. Und wenn er ihren Level-Up immer noch nicht bekommen. Ja, 97 Erfahrungspunkte fehlen noch. Ich werde es tun. Erstmal fest durchatmen. Starker Wundumschlag. Ja, den kann ich jetzt gebrauchen. Blutlinie. Haupthand. Kriegsaxt. 8,4. Naja. Naja. Zwei Slots. Ja, schon. Aber gegen den Sternreißer. Ich weiß nicht. Seidene Webhandschuhe. Naturschaden. Mit Rüstung. Massive Zwergenrüstung. Oh! Massive Rüstung ist ja schon ziemlich geil. Aber, ja, vielleicht kannst Dan eine Zwergenrüstung anlegen, so als Kunari? Vielleicht. Dann kann er dir ja so eine Zwergenrüstung gegen seine aktuelle Blutdrachenrüstung eintauschen. Ich wollte eigentlich schauen, wie das denn bei Vin ist. Mit diesen Handschuhen. Weil für Zauberer Feuerschaden, Naturschaden. Ja, du machst mehr Naturschaden als Feuerschaden, deswegen leg die mal bitte an. Sind ja, ist ja alles beschriftetes Leder. Die Werte sind auch gleich, also. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, so. Alles klar. Also entweder noch ein Kampf, dann haben wir den Level Up, oder ein Kokon. Aha. Oder das eben. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Schmiedeherz, Feuerresistenz, Geschicklichkeit, naja. Oder eben Brankers Tagebuch lesen. Was wir viel lieber machen werden. Wird erledigt. Wobei, dann, sobald wir den Skill haben, können wir auch gerne wieder kämpfen. Habe ich nichts dagegen. Solange es nicht in Dragon Age Inquisition ist. Lederstiefel, eine Staubfresser aus Sura. Die sehen ja total toll aus. Brankers Tagebuch. Das sieht aus wie ein Tagebuch. Es ist beschädigt, aber noch benutzbar. Als du die staubtrockenen Seiten durchblätterst, erregt der Text deine Aufmerksamkeit. Text, hallo. Wir haben heute Beweise gefunden, dass der Amboss der Leere nicht im Ortenteig hergestellt wurde. Wir gehen nach Süden zu den Todesgräben. Der Amboss muss sich irgendwo jenseits davon befinden. Ja, wunderschön. Also noch mehr durch die tiefen Wege stiefeln. Meine Soldaten erklären mich für verrückt, weil die Todesgräben voller dunkler Brut sind und wir bestimmt sterben, bevor wir den Amboss finden. Falls wir ihn finden. Ich lasse das hier für den Fall, dass sie recht behalten. Wenn ich in den Gräben sterbe, kann dennoch jemand an meiner Leiche vorbei weiter marschieren und den Amboss zurückholen. Denn wenn er verloren bleibt, sind wir es auch. Wenn ich nicht zurückgekehrt bin und Ogre noch lebt, sagt ihm... Nein, was ich ihm zu sagen habe, ist nur für seine Ohren bestimmt. Schade, dass er nicht da ist. Das ist mein Abschiedsgruß. Mein letzter Gruß. Ist so lang her. Doch du liebst mich nicht mehr. Nee, das geht jetzt hier durch die Bands durch. Quest aktualisiert. Folge Brankers Spur durch die Todesgräben. Du hast Brankers Tagebuch gefunden, aber leider keinen Level-Up für Vin bekommen und erfahren, dass sie offenbar in die Todesgräben wollte. Du musst ihr folgen, das Tagebuch enthielt auch eine Karte, die dir den Weg zu den Todesgräben weist. Er führt über Caradins Kreuzung. Ja, so ein Zufall. Ich habe mir schon gewundert, warum man dann... Ne, vielleicht... Kann man das hier sehen? Kann man das hier sehen? Caradins Kreuzung... Die Karte zu Caradins Kreuzung. Nein, es war ja so, da sind wir gekommen. Da war der Ausgang in Ortensteig und hier war noch ein Ausgang in die tiefen Wege. Hab mich schon gewundert, warum man quasi an zwei Stellen wieder zurück in die Weltkarte kommt. In so einem Dungeon ist es ja normalerweise nicht so. Das heißt, hier geht's dann quasi wieder in die Weltkarte und hier in zu den Todesgräben. Haben wir überhaupt Erfahrung dafür bekommen? Ja, bisschen, aber leider nicht genug. Verdammt! Wir müssen uns noch weiter umsehen. Wobei, so viele Spinnen und tiefe Tiefenlauerer und dunkle Brut und so, wie wir hier schon getroffen haben, wird bestimmt nicht mehr lange dauern, bis wir den nächsten Kampf...
erreichen, bekommen werden. Wobei hier... Ich dachte, es geht über Caridans Kreuzung. Ich dachte, ich muss jetzt zurück nach Caridans Kreuzung und nicht direkt in die Todesgräben. Na gut, eigentlich ist auch die Folge vorbei. Ich weiß gar nicht, gibt es hier noch irgendwo andere Wege, wo man langgehen kann? Sieht eigentlich nicht so aus. Dann gehen wir halt mal ganz kurz durch. Ich will eigentlich nur noch den Level-Up haben und dann die Aufnahme beenden. Die Todesgräben. Die Festung Bonamar, die einst Heimat der mächtigen Legion der Toten war und später zum großen Bedauern der Zwerge an die dunkle Brut verloren ging. Na, vielleicht werden wir ja sofort angegriffen, wenn wir hier auftauchen oder unterwegs. Das passiert ja auch öfter. Dann müsste das aber dann auch zum Level-Up führen. Ich freue mich schon auf ihn. Es gab noch keinen Level-Up, auf den ich mich so gefreut habe. Oh. Die Todesgräben. Ist das Lava oder dunkle Brut? Der Ort macht seinem Namen alle Ehre. Ein Erzdämon. Wer jetzt noch glaubt, es handelt sich hierbei nicht um eine Verderbnis, dem kann ich auch nicht helfen. Taren Logan. Ein Kampf. Das sind Zwerge. Da ist Branka. Ich müsste die Folge eigentlich schon längst beenden. Wenn ich da hingehe... So ein Zufall, die dunkle Brut ist schon abgezogen, das ging ja schnell. Wenn ich da hingehe... Ach komm, ich laber nicht rum, wir machen ganz kurz Überlänge. Unterhalten werden wir uns mit denen hoffentlich später. Dunkle Brut, ich dachte, die ist abgezogen. Wir müssen uns jetzt erstmal um die hier kümmern. Wie gesagt, ich will nur ganz kurz den Level-Up haben... Level up, hurra! Kann ich aber im Moment eh noch nicht anwenden. Dazu müssen wir erst aus dem Kampf raus. So, der Hörlock Alpha ist besiegt. Gott, man hat hier so eine gute Übersicht. Cardol. Aber Brank... Dass ich da nicht reinzoomen kann. Raus! Hier, so... Branka ist nicht dabei, oder? Legionär, Alistair. Na, dann greif mal weiter an. Ich will auch so viele Legionäre wie möglich am Leben behalten. Also da müssen wir auch drauf achten, dass die... Dass wir die eventuell heilen, sollte das nötig werden. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier eine Gruppenheilung mache? Werden die dann auch geheilt? Ja, sofort. Nicht wirklich. Hörlocks. Kommt da hinten noch mehr? Genlock. Genlock Alpha. Ja, greif mal weiter an. So, ich zoome mal wieder rein. Boah, sind es viele. Ja. Sturmangriff. Ja, und da kommt die nächste Welle. Lasst doch nicht die Magierin an der Front, Leute. Was soll das denn? So, du kommst auch mal hierher. Ja, sofort. Und bitte. Auf zur nächsten Runde. Das fröhliche Gemetzel kann ruhig weitergehen. Das sind mir zu viele, da gehe ich hier wirklich in die taktische Ansicht. Soll ja auch Vorteile haben, das Ding.
wenn man sie schon gescheit benutzen kann, im Gegensatz zu Dragon Age Inquisition, sehe ich keinen Grund, sie nicht zu benutzen. Verdammt. Du bleibst dann bitte ganz da hinten. Okay, oder auch nicht. Ja, so. So, kommen da noch mehr? Natürlich. Ah, es läuft doch immer auf das Gleiche hinaus, oder? Wie viele sind da vorne denn noch? Ja, schon noch ein paar. Das Wandern ist das Müllers Lust. So, komm, wir stellen Vyn hier einfach echt mal an die Front. Der hat seinen besseren Ausblick. So, Mana. Hier. Gefängnis. Hier, Umarmung. Unsere gesamte Liebe wird ihnen zuteil. Sollen sie ruhig glauben, sie würden uns hier festhalten. Sobald wir das mit dem Thron geregelt ist, treiben wir sie in ihre ekelhaften irgendwas zurück. So, das heißt, wir machen jetzt noch ganz kurz den Level ab. Ich weiß gar nicht, was... Vyn braucht... Nee, Magie hat sie ja inzwischen. Sie kann Formwandeln. Sie hat Spezialisierungspunkt. Wahrscheinlich wird sie Formwandeln. Sie ist schon Geistheiler, der Rest ist ja eher so Damage-Dealer. Sie ist ja unsere Heilerin. Das gucke ich mir aber dann offscreen wahrscheinlich mal an. Ich will eigentlich nur hier reinigende Aura. Ist dieser Modus aktiv, strahlt der zaubernde Wellen heilender und reinigender Energie aus, die im Abstand weniger Sekunden einen Teil der Gesundheit aller Verbündeten in seiner Nähe wiederherstellt. Darüber hinaus werden extrem nahe Verbündete von ihren Verletzungen kuriert. Wie lange braucht denn das Aufrechterhaltung? 60. Regenerationszeit geht eigentlich. Wunderschön. So. Das aktivieren wir dann natürlich. Reinigende Aura. So, und gucken mal. Bam, nicht schlecht. Das ist der Radius. Wunde geheilt. Aber ich bin bereit. Aber die eigenen Wunden können wir leider nicht heilen, oder wie? Ich werde es tun. Mhm. Nö, die eigenen Wunden können wir nicht heilen. Gut, dann können wir die Verletzungsausrüstung ja quasi für Vyn benutzen. Und sie heilt die anderen. Wer sind die anderen? Gehst du etwa mit mir fremd? So, und das Ganze nochmal. La 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 la. So, jetzt. Nein, noch nicht ganz. Jetzt. Hurra, wunderschön. So, und Freunde, und in diesem Sinne beende ich die Aufnahme. Ich werde noch ganz kurz hier den Level-Up zu Ende bringen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir mit unseren Freunden hier quatschen und Branka weitersuchen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Lasst euch nicht von einem Erzdämon erwischen und esst was Schönes. Bis dann.